20 Jahre Eurofighter, das neue Sonderheft des Kicker. Eine lange Reise bis zur Fertigstellung und Übergabe der 108 Seiten an einen Helden von damals, Olaf Thon. Julien Bär, Mitglied der Kicker-Chefredaktion, überreichte das Heft an den Kapitän der Eurofighter. Olaf, mein lieber Eurofighter. Schön, dich zu sehen. Das ist Heft 1 der Eurofighter. Und wie versprochen kriegt der Kapitän natürlich Heft Nummer 1. Es werden 50.000 Folgen. UEFA Cup 1996-97. Es waren 12 Spiele für die Ewigkeit. Die Helden von damals erzählen ihre Geschichten und der Kapitän der Siegermannschaft erinnert sich ganz besonders gern an diese Zeit. Es war so außergewöhnlich von Runde zu Runde. Die erste Runde war einfach, kann man sagen, gegen Roda Kerkrade. Aber alles andere, ich habe mir jetzt alle Spiele nochmal angesehen, die waren so knapp eng und deswegen am Ende dann auch nicht einfach so zu gewinnen in Mailand, sondern nach Elfmeterschießen das so über die Bühne zu bringen. Das hätte Hitchcock nicht besser schreiben können. Also das war wie gemalt. Nach dem ersten Spiel und spätestens nach dem Spiel gegen Brügge mit diesem Schneespiel, was normalerweise nie hätte stattfinden dürfen, war allen klar, aber ich glaube den Gegnern auch, dass wenn die auf uns treffen, dass es sehr schwer wird. Aber es waren fast alles 50-50-Spiele, wo dann irgendwie eine Besonderheit den Ausschlag gegeben hat. Und ich glaube, das war unsere Einfachheit des Spiels, zu kämpfen, zu malochen, hinten dicht halten, die Nullen muss stehen, um dann mit guten Standards zu operieren mit unseren kopfballstarken Leuten. Dieser Titel bleibt mir besonders in Erinnerung, weil er mein schönster Titel ist, trotz der WM, trotz Meisterschaften, weil ich da als Kapitän für diese Truppe, mit dieser Truppe, da den Pokal mit einer Hand hochhalten durfte. Am 21. Mai findet in der Felddienstarena auf Schalke unter dem Motto 20 Jahre Eurofighter bedankt Hüb das Abschiedsspiel zu Ehren von Hüb Stevens statt. Ein ganz besonderes Highlight und passend dazu das Sonderheft zu Ehren der Eurofighter mit Momenten von damals, vielen Exklusivinterviews, dem Mythos Schalker Kreisel und vielem mehr.